Hallo, ihr seht, ich habe gleich was anderes an und sehe gleich anders aus. Ich habe eigentlich gerade ein anderes Video gedreht und mir ist aber gestern beim Schneiden aufgefallen, dass mein Taschenvideo super, super lang ist. Deswegen habe ich ihn in zwei Teile aufgeteilt und habe einmal erst meine Louis Vuitton und meine MCM-Taschen im ersten Teil gemacht. Das verlinke ich euch einmal hier oben und einmal in der Infobox. Und ich habe gedacht, ich mache noch einen zweiten Teil, denn es gibt noch einige Taschen, die ich euch zeigen will und die, ja, sehr schön sind oder wovon ich euch ein bisschen abraten kann und sowas. Und deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch beim zweiten Teil auch ganz, ganz viel Spaß. So, dann kommen wir auch zu den Dingen, die so ein bisschen neuer sind. Und zwar habe ich mir die im Urlaub gekauft. Das ist eine kleine Ted Baker Tasche. Wer Ted Baker nicht kennt, das wird in London verkauft und die sind auch wirklich nicht so günstig. Also, aber ich habe sie gesehen und habe gedacht, entweder jetzt oder nie wieder. Ich habe sie in einer größeren Version gesehen, also so einer Trapez-Tasche. Und da gefiel sie mir sehr gut, aber ich habe sie angeguckt und habe gedacht, irgendwas stimmt zwischen dir und mir nicht. Und dann bin ich am nächsten, nach einer Woche oder sowas, bin ich wieder reingegangen und die Frau meinte, jetzt komm mal her, ich habe da noch eine andere. Und da stand die und die gibt es auch in Schwarz mit einer roségoldenen Hardware und ich habe sie aber in Beige, weil ich halt so eine beige Tasche wollte, mit einer goldenen Hardware genommen. Und innen ist die halt so schwarz-weiß gemustert und da ist wirklich auch, wenn ich jetzt nicht so viel Müll drin hätte, dann würde ich euch das gerne zeigen, aber okay. Da ist sehr viel Platz drin. Also ich habe da. Mein großer Geldbeutel ist schwierig ein bisschen reinzukriegen, aber es passt schon einiges rein. Also zum mal eben weggehen und sowas. Also, ne, wenn ihr jetzt einen großen Ausflug macht, dann passt das natürlich nicht mit den kleinen Taschen, aber das passt, glaube ich, in keinem Fall in eine kleine Tasche. Aber halt, so, ich finde die halt richtig schön, wenn man die sich umhängt, ne? Einfach nur beige anhat. Boah, oder schwarz anhat. Das ist richtig, richtig schön. Dann macht die dem Outfit direkt was, wisst ihr? Also die macht dem direkt so ein bisschen Charme und Stil, obwohl man vielleicht gar nicht damit gerechnet hätte. Dann kommen wir zu einer Tasche, die ich mir so wahrscheinlich nicht mal wieder kaufen würde. Ich weiß auch nicht, ich habe auch sehr lange über die Taschen nachgedacht. Ich würde sie aber so nach Erfahrung nicht mehr kaufen. Das ist diese Prada hier. Die ist wirklich auch wunderschön. Also ich trage sie auch sehr, sehr häufig. Das Problem an ihr ist, mir bricht der Arm ab, wenn ich sie gerade so hochhalte. Mir bricht wirklich der. Das ist so schwer, so unmöglich schwer. Ich war noch mal bei Prada und habe mir nur so einen Anhänger gekauft. Hier so einen goldenen Anhänger, weil ist ja nicht genug schwere Belastung. Ich muss noch Belastung dranhängen. Das passt halt auch richtig, richtig viel rein. Also, die hat auch hier an der Seite noch mal zwei Innentaschen. Dann hat sie hier vorne ein Innenfach. Dann finde ich auch richtig schön, dass die hier vorne halt so einen langen Dingens hat, wie so eine Rebecca Minkoff-Tasche. Und sie hat halt einen langen Henkel, den man halt auch abmachen kann. Und diese kurzen. Also könnt ihr euch entscheiden, hänge ich sie über die Schulter oder nicht. Und es ist halt ein bisschen doof, sie so zu halten, weil der Henkel mit einer Jacke zum Beispiel nicht, das funktioniert halt nicht mehr. Das sieht halt gequetscht aus. Wenn ihr halt keine Jacke anhabt, dann könnte es gehen. Aber es ist halt trotzdem ein Ticken zu kurz. Deswegen entscheide ich mich meistens für den langen Henkel. Und der ist auch fast zu lang. Also man hängt den schon fast also unter der Hüfte. Und dafür ist es halt echt eine zu schwere Tasche. Dann überlege ich mir, ob ich mir hier noch ein Loch reinmache, um das halt kürzer zu machen. Ne? Aber das tut dann einem auch so weh. Auf jeden Fall habe ich die im Outlet in Remont gekauft. Da kriegt ihr die Tasche natürlich viel günstiger, als wenn ihr sie halt in Prada selbst kauft. Aber sie war trotzdem sehr, sehr teuer. Also möchte ich das jetzt nicht sagen. Wenn ich mir eine weitere Prada kaufen würde, dann wäre das eine aus Saffiano-Leder, also eine aus festem Leder, der nicht so einknickt, der nicht so, ja, der nicht so durchhängt. Genau. Und das ist halt Schwarz-Gold. Das ist natürlich eine klassische Tasche, die man zu jedem Outfit tragen kann. Und immer wieder, ohne dass sie einem jemals langweilig ist. Wird aber das Einzige ist echt ihr Gewicht. Dann habe ich noch eine Tasche. Die hat mir meine Mama geschenkt und zwar ist es eine von Versace. Die hat sie damals gekauft. Ich weiß gar nicht, wie alt diese Tasche ist. Mama, das heißt nicht, dass du alt bist. Nein, das heißt, diese Tasche ist halt ein bisschen älter, ne? Als, keine Ahnung, was weiß ich, 15 Jahre, 20 Jahre, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich gar nicht so geschätzt. Also eine Versace-Tasche, auch wieder so ein Beutel. Und hier vorne ist einfach nur so eine gold-silberne Hardware. Also ihr könnt goldenen und silbernen Schmuck dazu tragen oder gold-silbernen Schmuck dazu tragen oder nur goldenen und nur silbernen. Ihr könnt das einmal so lang tragen oder ihr könnt die beiden zusammen. Also das ist aber so eine Vintage-Tasche. Ich glaube nicht, dass ich die online für euch finde. Aber fragt mal eure Mamas. Mama, hast du noch im Keller so eine alte Tasche, die du damals getragen hast? Meine Mama wollte diese wunderschöne Tasche tatsächlich wegschmeißen. Ich war
geflasht, als sie das gesagt hat. Sind es eher so zwei festere Taschen. Einmal eine von Paul's Boutique. Die habe ich von Paul's Boutique zugeschickt bekommen. Also auch eine so schwarze Tasche, wirklich sehr, sehr schön. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Die Qualität ist top. Die ist nicht ganz so teuer wie die anderen, aber sie bewegt sich schon im etwas höheren Preissegment. Hat auch mehrere Innentaschen und sowas. Also es ist wirklich eine Riesentasche. Also und ja, wirklich auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich eine damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und zwar ist das diese Michael Kors Tasche, die ich aber auch sehr selten trage, weil sie sehr schwer ist. Das ist so eine beige-braune Tasche, genau. Auch sehr groß, passt auch eine Menge rein und hat auch einen kurzen und einen langen Henkel. Also kann man auch wieder tragen, wie man möchte. So ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich verlinke euch nochmal den ersten Teil hier oben. Da könnt ihr euch nochmal den Louis Vuitton und MCM Teil anschauen. Und das vorherige Video verlinke ich euch einmal hier unten. Ansonsten findet ihr nochmal meine drei Social Media Kanäle hier. Also Instagram, Facebook und Twitter. Ich fühle mich gerade sowieso eine Stewardess. Aber ihr findet da nochmal alles. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen und dem Video natürlich ein Däumchen nach oben geben. Und ja, wir treffen uns auf jeden Fall in den Kommentaren wieder und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Bis bald. Tschüss.